Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kurt, also den Antrag, den Sie geschrieben haben, trifft natürlich die Aufgabe, die wir haben, diesen disruptiven Veränderungen in der Technologie im Arbeitsmarkt Rechnung zu tragen. Rechnung zu tragen, dass wir auch auf die soziale Sicherung gucken. Ich will Ihnen nur nicht jetzt zugestehen, dass Sie der Erste sind, der das hier erfunden hat. Wir haben das hier schon ein paar Mal diskutiert. Wir haben das hier schon ein paar Mal diskutiert. Aber es geht natürlich in die richtige Richtung. Sie treffen den Nerv der Zeit. Sie sprechen von Flexibilität. Sie sprechen darum, dass wir den Arbeitsmarkt anpassen müssen. Das ist alles gut. Aber dann gehen Sie relativ schnell in eine für mich etwas wilde Regelungswut. Und deshalb kann ich diesem Antrag von Ihnen hier nicht zustimmen. Ich will Ihnen aber auch erklären, warum. Weil ich denke, wir müssen hier schon eine gemeinsame Lösung finden, wie wir denn die Rentenversicherung weiterentwickeln. Und ich bin mir sicher, wir können die Rentenversicherung weiterentwickeln und die hält es auch aus. Nur sollten wir allzu rigorose Spielereien weglassen. Sie haben einen Antrag ja geschrieben, ich habe den auch mehrmals jetzt gelesen, ja, also bitte das auch zur Kenntnis zu nehmen. Ja, ob das für Sie jetzt so schön wird, dass ich ihn gelesen habe, kann ich Ihnen jetzt noch nicht versprechen, ja. Aber ich kann Ihnen zusichern, ich habe es gelesen. Sie fordern, dass wir stärkere Abgrenzungskriterien reinziehen, ja. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist, halte ich für unnötig. Erstens haben wir die letzten Wochen und Monate hier in diesem Haus die ganze Zeit über Abgrenzung zwischen selbstständiger und abhängiger Beschäftigung gesprochen. Also ich denke, das ist etwas überaltert. Und mir persönlich ist kein einziger Fall bekannt, der aktenkundig ist vor Gericht mit Zuordnungsschwierigkeiten. Also ich glaube, was die Abgrenzung betrifft, dann bitte den mir zukommen zu lassen. Ich kenne keinen, ich lerne ja immer gern dazu, aber ich habe echt gesucht, ich habe nichts gefunden, vielleicht können Sie mir das ja zukommen lassen. Also ich halte das Erste, was Sie fordern, für absolut sinnlos, weil auch nicht notwendig. Der nächste Punkt, wir haben natürlich das Statusfeststellungsverfahren, das wissen Sie auch im 7a vom SGB IV, das funktioniert auch, das hier weiter reinzuschreiben, sehe ich nicht. Aber jetzt kommen wir zu den qualitativen Forderungen bei Ihrem Antrag. Wissen Sie, in dem Antrag geht es ja gar nicht so richtig um das Wohl der Selbstständigen und der Soloselbstständigen. Und vor allem geht es überhaupt nicht um Flexibilität, weil eigentlich, was Sie machen, ist eine tiefgreifende Reform der Pflege und der Krankenversicherung mit dabei. Es geht ja gar nicht nur um die Rente. Sie schreiben ja Ihren Text mit hinein, Sie wollen eine Bürgerversicherung. Aber diese Bürgerversicherung passt nicht zur Arbeit 4.0. Die passt auch nicht mehr ins Jahr 2016. Das ist halt wirklich der Griff in die verstaubteste alte sozialpolitische Kiste, weil wir brauchen Flexibilität. Und ich komme gleich wieder zu Ihnen zurück. Ja? Und weil das ja klar ist, ja, dass wir da eine Bürgerversicherung hier nicht haben wollen, und weil das ja klar ist, dass die Bürgerversicherung überhaupt nicht flexibel ist, sondern was Sie machen ist, dass Sie den Selbstständigen genau eine Möglichkeit lassen, das heißt, in die gesetzliche Rente hineinzuzahlen. Wir haben aber nicht nur die gesetzliche Rente. Und ich kann den Selbstständigen doch nicht die Möglichkeit entziehen, zu entscheiden, wie ich vorsorge. Wir haben Möglichkeit der privaten Vorsorge. Ich kann vorsorgen über Immobilien. Ich muss nicht jeden in die gesetzliche Kasse zwingen, was ich sehr wohl muss. Und da sind wir einer Meinung. Ich muss dafür sorgen, und da haben wir hier im Haus die Verantwortung, dass wir für die Selbstständigen in diesem Land eine Vorsorgeverpflichtung einführen. Aber nicht, wenn ich schon die Verpflichtung einführe, muss ich dann auch gleich immer die Methode festlegen. Können wir denn den Menschen in diesem Land nicht wenigstens so weit vertrauen, dass sie selber für sich vorsorgen, dass sie selber entscheiden, was für sie das Beste ist? Ich glaube, der Kollege Weiß hat das eindrucksvoll dargestellt, welche Möglichkeiten das es gibt. Die gesetzliche Rentenversicherung ist eine vernünftige, aber sie ist bei weitem nicht die einzige. Also, Vorsorgepflicht, ja, da kann ich mitgehen, aber hier durch die Hintertür die Menschen in die gesetzliche Rentenversicherung hineinzuzwingen, ohne die Wahlmöglichkeit, das lehne ich entschieden ab. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, der ja ganz spannend ist, weil da bin ich auch beim ersten Punkt bei Ihnen. Ich will den nur, Herr Kurt, lassen wir mal die Rente weg, gehen wir mal in die Arbeitslosenversicherung, weil da haben Sie aus meiner Sicht recht mit der weiteren Öffnung. Ich möchte aber noch vier Punkte hinzufügen. Wenn wir die Arbeitslosenversicherung öffnen, für alle Selbstständigen, wie Sie es fordern, dann müssen wir auch sehr restriktive Regeln anwenden,
um dem Versicherungs- und dem Solidargedanken Rechnung zu tragen. Also ich muss dann auch sicherstellen, dass jemand, der sich dann für die Arbeitslosenversicherung entscheidet, auch dauerhaft da drin bleibt und nicht nach 2 Jahren wieder raus und dann wieder rein. Das geht nicht. Das müssen Sie noch hinzufügen. Wir brauchen eine Sperrfrist, dass nicht jeder selbst beliebig verschuldete Aufgabe eines Unternehmens dazu führt, dass Mittel aus der Arbeitslosenversicherung bezogen werden. Und wir brauchen Anwartschaftszeiten, um das auch mit aufzubauen, ein Vermögen, und hier der Solidargemeinschaft Rechnung zu tragen. Ich glaube, die Öffnung der Arbeitslosenversicherung ist sinnvoll, aber nur mit diesen Bedingungen. Und jetzt zum Schluss. Ich glaube, wir haben heute ja schon oft gehört, wie stark unser Sozialversicherungssystem ist. Wir müssen es weiterentwickeln, aber nicht revolutionär, sondern evolutionär. Wir erwarten am 28. Dezember die Vorstellung vom Weißbuch Arbeiten 4.0. Danach wird es sicherlich Gelegenheit geben, dann auch garantiert, und ich hoffe mit Anträgen der Koalition, das Thema weiter zu bearbeiten. Notwendig ist es, aber nicht so. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Zum Abschluss dieser Aussprache hat der Kollege Dr. Martin Rosemann für die SPD das Wort.